Heute habe ich einen Reim mit einer Qualle für euch. Ja, mein Kater liegt auch gemütlich auf meinem Schoß. Dann geht es los. Quallen schwimmen von alleine, ohne Flossen, ohne Beine, schweben einfach auf und ab, immer wieder schwipp und schwapp, sind mal groß und sind mal klein, schweben, schweben richtig fein. Ja, ich fand diese Idee mit den Krepppapieren Bändern wunderschön, weil es auch wirklich sich fast so wie in Zeitlupe, wie unter Wasser bewegt. Und natürlich bietet sich im Nachgang eine Bewegungseinheit an. Oder? Was kann man alles mit unserer Qualle machen? Naja, die Kinder werden schon tausende Ideen haben. Auf und ab und hin und her und diagonal und kreuz und quer durch die Beine kitzeln, kreisen. Ein Kind liegt auf der Erde, alle anderen Quallen kitzeln über den ganzen Körper drüber. Also da fällt euren Kindern ja auf jeden Fall immer wieder was ein. Ihr könnt natürlich auch das an eine Musik koppeln. Ihr schwimmt einfach, ihr schwebt einfach, tanzt also frei im Kreise und habt vielleicht vorher mit ein paar Reifen ein Haus für jede Qualle festgelegt. Ja, und wenn die Musik leiser gedreht wird, dann schwimmen die Quallen da schnell in ihr Häuschen, dann geht es wieder weiter. Dann könnt ihr das also auch gleich in einer sportlichen Einheit vielleicht benutzen. So, zum Basteln. Ich habe mir hier beholfen, einfach mit einer leeren Toilettenrolle. Habe da die Kreppbänder rangeklebt, mir was geflochten und ja, irgendwie angeklebt. Das ganze Teil ist super leicht, aber es sollte ja auch stabil sein. Deswegen vielleicht mein Tipp an euch. Nehmt, wenn ihr habt, eine große 1,5 Liter PET-Flasche. Schneidet euch da einzelne Kreise draus. Und da klebt ihr die ganzen Krepppapierbänder an. Weil dann ist die Qualle noch etwas größer im Umfang, was ich toll finde. Ja, für den Bügel entweder diese Bügel aus dem Rewe, von so einem Obstkörbchen oder Geschenkband. Oder ihr schneidet euch einfach so einen Plastibügel aus der PET-Flasche. Ja, da fällt euch schon was ein. Mit so einem Locher links und rechts, dann ist die Sache richtig stabil. Ja, zum Basteln gehen natürlich auch ganz viele andere Farben. Aber wenn du mein Quallenlied benutzen möchtest, da ist die Qualle rosa. Da bist du ein bisschen festgelegt. Oder du singst einfach die kleine weiche Qualle. Das geht auch. Viel Freude und schreib mir in die Kommentare, ob du es ausprobierst.